am Reifen verursacht. Und der muss schon relativ lange halten, denn das wird sich am Ende sonst rächen. Ja, ist halt die Frage, er fährt was? Fährt man Weiche, geht man auf Risiko? Fährt man die weichen Reifen, hat man vielleicht richtig gut Traktion, kommt schnell, aber vielleicht nicht über die Distanz. Ja, dann hast du auch die Wahl, ich weiß nicht, ob mittlere oder harte Reifen, ich weiß jetzt nicht, in welcher Konstellation sie anwählbar sind jetzt hier. Also es gibt alle drei, bei meiner Erfahrung sagt, dass die harte Variante gar nicht gefahren wird, vor allen Dingen nicht im Sprintrennen. Also hier kann man höchstens noch über Mittel diskutieren bei dem einen oder anderen Kandidaten. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher, dass sie fast alle oder sagen wir mal über 90% auf weich unterwegs ist. Ja, das heißt dann praktisch das Motto, die Reifen so gut es geht schonen. Richtig. So, da kommen sie an. Unser Führungsteam im Z4, der Herr Fuhrmann und der Dominik Rawitz, fahren jetzt in ihre Startposition. Der Rest des Feldes folgt natürlich dementsprechend. Da haben wir den Kai Knebel. Daneben den Marinus Rieder. Hat er sich auch noch auf die 4 vorgeschoben? Das haben wir gar nicht so mitbekommen. Da ist er auf einmal auf Platz 4 aufgetaucht. Also, ja, das ist der beste Startplatz in dieser Saison für Marinus. Also der hat schon richtig was getan, das sieht man. So, sind dann alle Fahrzeuge stehen, warten auf die Ampel. Die geht jetzt auf grün. Wir wollen unsere Streckenkamera haben. So, warum kriege ich es nicht? Das war der Start. Beide BMWs vorne. Der Kai Knebel hat Position verloren. Oh, und der Marinus Rieder kommt auf die 2. Ja, das war, weil der Herr... Nee, wer ist das jetzt? Der Martin Fuhrmann hat einen Fehler in der Kurve. Der ist zu weit nach außen gekommen und das hat Marinus innen genutzt und ist reingezogen. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt ist Dominik vorne. Und auch hier Jörg Degenkolbe geht vorbei an Martin Fuhrmann. Da ist er weit, das da ist eine Überraschung. Da hat er die Tür weit offen gelassen. Da hat er sich wohl ein bisschen verhauen. Dahinter haben wir jetzt auf der... müsste das der Kai Knebel sein, dem weiß-blauen BMW, ja. Der hatte also auch gut Position verloren. So, schauen wir mal weiter im Hinterfeld. Da, ja, das ist der Kai Knebel auf 5. Vorne tut sich nichts. Der Führende, der Dominik Rawitz, denkt sich einfach mal, versucht sich hier auch gleich abzusetzen, hat auch schon eine Lücke reinfahren können. Ja, und der Jörg Degenkolbe, der macht jetzt natürlich extremen Druck auf den Marinus Rieder, weil der weiß, mit Martin Fuhrmann im Heck kann es recht schwierig werden. Also der wird versuchen, so schnell wie möglich da vorbeizugehen. Ja, also auch der Marius ist da nicht ganz so, kann da nicht ganz so das Tempo mitgehen. Man sieht auch, der BMW kommt am Ende der Geraden ran. Und heftige Verbremser hier. Also mir scheint, ich glaube nicht, dass der Marinus sich da lange halten kann auf der Position. Wollen wir es abwarten? Also er fährt hier ja, sehr sicher. Sicher, ja. Ich denke jetzt einfach mal, wenn ich mal so gucke, wie die BMWs da doch schon recht Druck machen. Von hinten gerade der Jörg Degenkolbe, der sitzt ja ganz schön unter Druck. Und dann hinten habe ich auch den Matthias, den Martin Fuhrmann, Entschuldigung. Der hängt dem Degenkolbe auch ganz schön im Getriebe. Also der guckt ja schon fast wieder vorne am Kühler raus. Das ist richtig spannend, aber hier trifft auch das Sprichwort zu, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Schauen wir mal, da gab es auch eine Berührung. Gleichzeitig, ja. Ja, er hat aber auch das Glück gehalten, also man hat es gesehen. Das kann aber jetzt auch die Chance für den Marinus sein. Wenn die beiden sich dahinter weiter so bekriegen, ja, dann hat der Marinus die Möglichkeit, sich etwas abzusetzen und er kann auch momentan noch ganz gut am Dominik dranbleiben. Ja klar, das ist jetzt seine Chance. Man sieht es auch, hat er gleich einen dicken Vorsprung rausgefahren. Wenn die zwei sich da hinten runterkabbeln, kann der sich vorne an den Dominik Rawitz ranarbeiten und lässt da auch schon eine ganz große Lücke hinter sich. Ich denke mal, da reden wir schon fast von einer Sekunde. Dürfte fast ein Sekündchen sein, wo er da jetzt zu den Verfolgern hat. Ja, ne? Ja, es ist eine gute Sekunde, genau eine Sekunde eigentlich. Ich denke mal, die zwei, wenn... Oh, dahinter, der Martin Fuhrmann ist vorbei. Können wir gleich mal gucken.
konnte sich der Martin Pommern an dem Jörg Degenkolbe vorbeisetzen und hat da auch gleich einen kleinen Vorsprung schon. Also er kann sich da schon ein bisschen absetzen. Das scheint zu bestätigen, dass der Z4 hier doch, dass die zwei doch ein relativ gutes Setup gefunden haben. Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass sie ein gutes Setup haben. Und Martin sagt es ja eben selber noch im Interview, sie hätten auf der Vorderachse noch gut was gefunden. Und das wird ja auch deutlich. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter. Haben wir hier auf der 4 der Jörg Degenkolbe. Auf der 5 Kai Knebel. Auf der 6 haben wir den Manfred Schneider. Auf der 7, das ist der Rico Kistenmacher mit seinem Lamborghini. Dahinter haben wir auf der 8 den Herrn Welle, Michael Welle, auf der 9. Unterwegs Hasso Osterkamp in seinem Mercedes. Ganz starke Position für den Hasso. Der hat in den ganzen Rennen davor eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt und fährt jetzt hier Top 10. Das ist für den Hasso ein absoluter Erfolg. Da haben wir dann den Teamregen von dem Zweitplatzierten. Bei dem Boris Cordes. Genau. Dann haben wir auf der 11 den Frank Bauer. Auf der Corvette. Ja, und auf der 12 der Dieter Himmel auf dem ersten Aston Martin. Dann haben wir die 13. Der erste Audi. Der Herr Wollert. Die 14, der Stefan Dänicke auf dem Porsche 997. Der Herr Suter auf der 15. Teamkollege von Marc Degenkolbe. Dann haben wir auf der 16 den zweiten Porsche. Von dem Herrn von... Borsikowski. Borsikowski, genau. Dann die zwei, der zweite Aston Martin auf der 17. Ja, der Peter Petrikowski. Genau. Auf der 18 haben wir den GT. Mit dem Gerhard Zeller. Genau. 19 haben wir den Nissan Skyline von Shepard. Auf der 20. Ja, der Christian Kohlsche. Genau. An einem. Hat der keine Front mehr? Das sieht so aus. Gehen wir doch mal zurück. Oh, oh, oh. Oh, haben wir richtig, den hat's da gerade bös zerlegt. Ja, das ist auch ein Problem auf dem Körper, wenn man da... Der hat keine Front mehr, ja. Dem fehlt die Front anscheinend. Also der dürfte jetzt auch die Box aufsuchen, nehme ich an. Ja, fährt auch rein und kriegt auch da noch Probleme. Hoffentlich kann er weiterfahren. Das Ding sieht böse mit dir aus. Da hat er wohl eine Begegnung gehabt. So, da haben wir hier den Herr Rokowatz auf 21 mit der Corvette. Ja, und vorne hat der Martin Fuhrmann mittlerweile den Marinus Rieder überholt und liegt jetzt 1,7 Sekunden hinter dem Dominik Wabetz. Da haben wir den Führenden. Er kann sich da um und absetzen. Er hat jetzt die schnellste Zeit bis jetzt eine 1,27,423. Dahinter haben wir seinen Teamkollegen, den Martin Fuhrmann, in seinem BMW Z4. Ihm im Kreuz der Marinus Rieder mit seinem Ferrari. Und Format 5 in seinem Rückspiegel hat er den Jörg Degenkolber. Da sind ja 5 Zehntel trennen sich die beiden. Nicht mehr ganz jetzt, das dürfte weniger sein. Also da, oh, er hat zurückgesteckt. Aber man sieht, der Marinus, der Ferrari, kann doch eine engere Linie fahren. Der BMW wird da doch recht weit immer rausgetragen. Ja, der Ferrari hat einen sehr kurzen Radstand und das ist halt eben in den engen Kurven, ist das halt eben auch von Vorteil. Ja, da sind wir wieder beim Thema, wenn zwei sich streiten, freuen sich auch zwei Stück. Die Herren Rabit und Fuhrmann können sich da natürlich dann auch davon profitieren und sich da natürlich in Ruhe ihre Linie fahren und sich nach vorne weg absetzen. Ne? Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Der Martin schickt sich an, da auch leicht aufzuholen. Also hat jetzt 2 Zehntel gut gemacht in der letzten Runde.
Ja, er seine schnellste Zeit bis jetzt eine 1:27.168. Ja, und der Dominik Brabetz mit einer 1:27.423. Also der Martin ist hier richtig gut unterwegs und ich denke mal, da wird auch noch was kommen. Auf jeden Fall. So, aber ich denke mal, die zwei hier, entweder lässt der BMW ja ein bisschen nach, der Herr Gegenkolbe, oder aber der Herr Rieder hat wieder irgendwo, ich sag mal, ein paar Zehntel gefunden, wo er sich nach vorne absetzen kann. Der ist doch schon wieder fast, ja, fast eine Sekunde. Vielleicht war das auch schon der erste Übergang von den weichen Reifen, weil die verhalten sich ja nicht über ein ganzes Rennen gleich, sondern es gibt Phasen, wo halt eben mal ein bisschen mehr Grip da ist und wenn sie dann überhitzt sind oder leicht überhitzt sind, wirkt sich das sofort negativ auf die Rundenzeit aus. Und ich denke mal, dass der Marinus die ersten Runden schon ganz schön am Limit gefahren ist und dem auch jetzt so ganz ein bisschen Tribut zollt. So, auf der 6 haben wir den Manfred Schneider, der kabelt sich hier mit dem Michael Welle im Mercedes. Schauen wir mal, davor fährt der Kai Knebel auf der 5 über dem BMW. Und der kann auch auf den Jörg Degenkolbe aufholen. Also, ich schätze mal, dass der Herr Degenkolbe da eventuell sogar... Dreher, das war nichts zu Zeiten der Kurve. Aber der Helve ist okay. Sportsmann, ich habe ihn umgedreht. Er wartet und lässt ihn weiterfahren. Fair Play. So sollte es überall sein. Gentleman Agreement auf der Strecke. Denke ich mal. Gut, es war keiner direkt hinten dran. Da kann ja, aber das wird hier auch groß geschrieben. Also es hagelt heftigste Strafen, wenn sich ein Fahrer hier nicht daran hält. Und ich finde das auch ganz in Ordnung so, weil... hier reichen schon leichte Berührungen, um ein Auto aus der Balance zu bringen und wenn ich mir dadurch halt einen Vorteil verschaffe und lasse den anderen nicht im angemessenen Zeitraum vorbei, dann wird das auch geahndet. So, im Bild der Lamborghini mit dem Rico Kistenmacher von Speedy Gonzales. Dahinter haben wir eine Truppe, der Herr Osterkamp fightet hier mit dem Frank Bauer. Nee. Boris Cordes. Boris Cordes auf dem zweiten Ferrari. Zwei bekabbeln sich kräftig. Oh, das war zu früh Gas gegeben. Da verliert er jetzt auch gleich ein oder zwei Plätze. So, da ist die Corvette durchgerutscht. Der Herr Bauer. Ja, da hat er eine Position verloren. Ja, und der Marc Fuhrmann vorne hat aufgeschossen bis auf 7/10 auf den Dominik. Ja, denke ich mal, war auch nicht anders zu erwarten, wenn man geguckt hat, was die zwei im Qualifying da für einen Bubenzauber veranstaltet haben. Alleine von den Zeiten her. So, wen haben wir hier? Den Herrn Himmel? Nee, das ist die 11, das ist der Herr Cordes. Und der Dieter Himmel auf der 12. Und der nächste Fehler von Boris Cordes? Oh, da hat sich der eben einer geschlagen. War doch. Irgendeiner hat sich da hinten eben überschlagen, ne? Nicht mal zu sehen. Jetzt entfleucht. Aber irgendeiner sah so aus, als ob da seine so, Kiste da spottet hat. Ach, der Rico Kistenmacher eben nicht weiterfahren. Nee. Nee, und dann bin ich da halt irgendwie durcheinander gekommen. Schauen Rico fährt ja mehr oder weniger einsames Rennen auf der 8 im Moment. Ja, gut. 5 Sekunden Rückstand auf den Michael Welle. Ja, da haben wir wieder die zwei Führenden. Also der, ja, und der Herr Fuhrmann. Martin Fuhrmann ist jetzt dran. Glaubst du, da gibt es eine Stauder oder die sagen, hier kommen? Du bist weiter vorne. Der Martin Fuhrmann führt in der Gesamtwertung, das relativ deutlich. Ich denke aber eher, dass es da keine Steilorder geben wird, weil der Martin wird versuchen, die Punkte einzufahren. Die werden sich nicht in die Quere kommen, da gehe ich mal von aus. Aber wenn der Martin seine Chance sieht, dann wird er auch angreifen. Ja, denke ich mal. Also nach dem Motto, er wird ihn jetzt fahren lassen. Fährt auch Platzierung praktisch, also auf die Punkte. Die werden sich jetzt erstmal deutlich lösen und dann geht es vielleicht in den letzten Runden nochmal zur Sache. Gehen wir mal auf die 3. Da haben wir den Herrn Degenkolbe.
nach wie vor noch von dem Marinus Reda gejagt in seinem Ferrari. Und dahinter, schön leise, stillheimlich, auf der Ehrenloge sozusagen, haben wir nämlich... Okay. Falschknopf gedrückt. Entschuldigung, auf der 5 nämlich, haben wir den Kai Knebel, der guckt sich das Ganze an da vorne. Und profitiert natürlich jetzt auch da wiederum von, wenn die zwei sich kappeln, kann er damit sicher darauf schließen. So, was haben wir da? Da fährt eine Corvette zwischendrin rum. Ah, ja, das ist schon Überrundung. So, schauen wir mal weiter einfach mal durch. Lässt die drei jetzt auch sauber durch, hängt sich da nicht rein. Ja klar. So, was haben wir hier auf der 6? Das ist genau der Manfred Schneider. Den Michael Wellenschwepp. Ach ja, genau, das sind ja die zwei, wo sich da eben mal so ein bisschen näher gekommen sind. Wobei bei Michael Well immer ganz interessant zu sehen ist, wie geht er mit den Reifen um? Das ist bei dem auch nicht so einfach, weil der halt eben immer mit einem sehr übersteuernden Heck fährt und nicht unbedingt reifenschonend mit dem Auto umgeht. Ich denke mal, das könnte hier noch leichte Probleme am Ende geben. Gehen wir doch mal an Bord. Fahren wir mal ein paar Kurven bei dem Herrn mit. Oh, 5. Gang, 6. Gang. Top Speed um die 250, 252. Oh. Jo. Und da kommt der Fehler von Kai Knebel. Und Michael Welle ist vorbei. Das war jetzt zu gut dumm gelaufen. Aber es passiert. So, mal gucken, ob wir nicht irgendwo mal einen Zweikampf finden. Aber selten eigentlich beim Manfred Schneider, weil der macht eigentlich gar nicht so viel Gefege. Also eigentlich ja, ein sehr sicherer Fahrer. Aber irgendwie mögen die uns heute nicht, mein lieber Peter. Denn die fahren alle da, wo sie gerade sind, munter sind, ruhig und tun sich nichts. Ist ja auch in Ordnung, aber so ein bisschen Racing. Ja, schon ganz schön, ne? So, bei Degenkolben kann sich da jetzt auch ein bisschen lösen, aber dahinter tut sich was. Da haben wir doch zwei Stück. Und zwar der Herr Rieder auf der 4 und auf der 5 der Kai Knebel. Ich bekomme ja gerade über ICQ, werde ich angeschrieben. Also ich darf mal schöne Grüße ausrichten. Die Grüße gehen nach Rauderfehn ans Team Ferrari, und zwar an den Peter Fenn und an die Marion. Ja, dann seid auch mal von uns hier gegrüßt. Und hier schickt sich tatsächlich der Herr Kai Knebel an den, ja, sag ich jetzt mal, Marinus Reda, sich da zurechtzulegen. Ferrari gegen BMW. Bleiben wir auch einfach mal drauf. Ja, mal zeigen. Und der Mutter, guck, bin auch noch da. Na, ja, der Kai Knebel da garantiert noch eine Attacke reiten, weil bei Marinus hat es jetzt mittlerweile so den Eindruck, als ob zu langsam die Reifen nachlassen. Wir haben jetzt hier noch 2 Minuten 30 zu fahren. Also noch 2 Runden werden es wohl werden. Und ist die Chance natürlich auch für den Kai noch groß. Ja, ist ja halt die Frage. Wie du sagtest, die Reifen. Wer hat da jetzt richtig gepokert und sagt, hat Reifen schonend gefahren? Oder vielleicht sogar ein Setup gefunden, dass die Reifen nicht so stark strapaziert? An der Spitze ist das jetzt ziemlich safe für den Dominik. Der hat den Vorsprung wieder auf eine Sekunde auf den Martin Fuhrmann ausgebaut. Mhm. Und ich denke mal, die werden auch so über die Linie gehen. Ja, vermute ich mal, die wird sich da nichts geben. Oh, leichter Quersteher, aber... Und da... Oh! Da konnte jetzt da kein nichts dazu. Da ist dem... Nein, das ist Heck gekommen. Das war jetzt... klassisch. Was wird das jetzt? Lässt aber auch auf die Reifen schließen, also gerade beim Rausbeschleunigen, das ist schon ziemlich eng jetzt am Ende.
Ja, das sieht auch so aus. Man sieht es auch an der Linie. Primus da richtig Probleme hat auf einmal. Der verliert da doch extrem an Boden jetzt. Also, ich denke mal, da sind die Reifen einfach fertig. Ja, klar. Ist jetzt immer nur gefightet. Vorne den Zweikampf mit dem Martin Fuhrmann. Dann mit dem Herrn Degenkolbe und jetzt mit dem Kai Knebel. Das geht auf die Reifen. Da sieht man auch, ja, er wird da sehr, sehr sachte, so nach dem Motto, bloß nichts versauen jetzt. Da ist ein Porsche auf Abwägen. So. Gehen wir einfach mal nach vorne, das dürfte nicht jetzt gewesen sein. Das ist die letzte Runde jetzt. Letzte Runde von dem Herrn Babitz. Die schnellste Runden seit bisher hat gefahren übrigens der Martin Fuhrmann mit einer 1:27.168. So. Ja, und die zweitschnellste Rundenzeit auch auf dem BMW, die 1:27.423 von Dominik Wabetz. Mich würde jetzt mal interessieren, wo sind wir? Weiß gar nicht, wo die normalen Streckenkameras die festen sind. Oder? Na egal. Hätte man jetzt mal schön an der Start- und Ziellinie parken können. Aber was soll's. Ich denke mal, da tut sich auch nicht wirklich was. Die Zeit ist abgelaufen, also egal wie das jetzt ausgeht. Da ist die letzte Runde. Ich drücke da Martin nochmal. Ja, ich denke, die zwei werden sich da nichts tun. Geht jetzt schon zurück auf Start und Ziel und das ist gegessen. Der Dominik Fuhrmann gewinnt das Rennen hier vor dem Martin Fuhrmann. Wir sind jetzt über Start und Ziel. So, nur auf die drei. Da, der Drittplatzierte. Der Jörg Degenkolbe. Der ist auch schon durch. Ach, nee, der ist nicht durch, der Degenkolbe. Doch, der ist durch. Tatsache. Auf der 4 der Kai Knebel, 5. wird der Marinus Rieder, 6 auf der 6 Michael Welle, die 7 geht dann Thomas Sutter, auf der 8 Frank Bauer, auf der 9 der Dieter Himmel und auf der 10 der Hasso Osterkamp. So, und wir schauen jetzt mal, dass wir die ersten drei hier runter in den Online-Channel bekommen. Bis gleich. So, die ersten drei sind da. Hallo Jörg, hallo Dominik, hallo Martin, wir sind noch nicht online. Kleinen Moment. Alles klar. Jetzt sind wir online. So, bei uns jetzt im Studio die drei Erstplatzierten. Dominik Wabitz, Glückwunsch zum Sieg. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir auch hier den Zweitplatzierten, den Martin Fuhrmann. Auch dir Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, und der Drittplatzierte, der Jörg Degenkolbe, ist auch hier. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch von uns. Ja, Dankeschön. Ja, Martin. Ja. Pole Position, dann ein kleiner Fehler in der ersten Rechtskurve, ein bisschen weit rausgekommen. Wie war's? Erzähl. Ja, Start war okay. Dominik schien ein bisschen besser wegzukommen. Ja, und dann, ich hab ihn nicht gesehen, hat gesagt, naja, er ist neben mir und naja, habe ich halt ein bisschen Platz gelassen und ja, das ist eher zum anderen gekommen. Ne? Auf einmal war dieses komische schwarze Ding dadurch. Ja. Danach noch einen kleinen Schlenker gehabt im zweiten Sektor, weil die Reifen so kalt waren. Da ist der Degenkolbe durchgeschlüpft. Den konnte ich mir dann nochmal schnappen und danach den Marinus und ja,
Dann habe ich den Dominik quasi nach Hause geschoben. Ja, Dominik, wie gesagt, Glückwunsch zum Sieg. Die Situation mit Martin, denke ich, siehst du genauso. Ihr seid ein cooles Rennen dann gefahren, nachdem er dann auf 1 und 2 wart. Der Marinus hat ist überraschend stark gefahren. Ganz am Anfang sind wir nachher wohl die Reifen ausgegangen. Dominik, wie war dein Rennen? Ja, also erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich freue mich natürlich über den Sieg. Zumal ich mit der Strecke am Anfang doch sehr viele Probleme hatte. Jetzt nicht heute, sondern allgemein. Ja, also der Start war, glaube ich, allererste Sahne. Ich habe gar nicht so viel von mir selber, ehrlich gesagt, mitbekommen, wie ich losgefahren bin. Ich habe eigentlich nur links auf Martin geschaut vom Start an und habe halt gesehen, dass ich wohl besser weggekommen bin, Ticken, und war auch direkt Autohöhe neben ihm, und da die erste Kurvenkombination halt rechts lang geht, war ich somit auf der Innenseite. Er hat dann auch noch gefragt, wo ich bin. Da habe ich ihm nur kurz gesagt, dass ich direkt neben ihm bin, und dann hat er also ganz fair halt Platz gelassen und hat mir in die Tür offen gelassen, so dass ich ohne Probleme vorbeifahren konnte. Dass ihn das Ganze natürlich dann fast noch zwei weitere Plätze gekostet hat, und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, aber er hat auf jeden Fall damit vielleicht eine Kollision vermieden, und an dieser Stelle dann dafür danke, das war echt cool. Zur Performance muss ich sagen, bin ich ein bisschen unzufrieden, was das Sprint jetzt anging. Also wir haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen 4 bis 5 Zehntel gefehlt, die ich pro Runde hätte schneller fahren können. Also normalerweise. Heute hat das irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht warum, was da los war. Aber ist nicht so schlimm, weil Marinus so ein bisschen Blocker gespielt hat hinter mir eine ganze Weile. Da konnte ich die Reifen ein bisschen schonen. Als Martin dann jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Runden es waren, gefühlte Ewigkeit mir am Nummernschild geklebt hat, wusste ich, dass er schneller kann, aber ich wollte das Ding unbedingt gewinnen, und er hat auch keine unfairen Attacken geritten oder irgendwas überstürzen wollen. Also war ganz sauber, daher freue ich mich tierisch über den Doppelsieg. Ja, wie war es bei dir? Jo, hast du nochmal Glückwunsch an die beiden, ne? Also gut, war jetzt schön mit fairer Attacke geritten und so. War ja bei mir mal ganz gut probiert, der Martin. Na gut, schneller war sowieso, aber war nicht schön. Bei ihm verziehen. Ansonsten, ja, war ich vielleicht ein bisschen auf dem falschen Weg mit meinem, hab ein bisschen viel Flügel gehabt, ich kam immer dann auf der Geraden nicht hinterher. Ich hab dann eigentlich wirklich hoffen müssen, dass Marinus irgendwann mal die Reifen ausgehen, was dann ja doch irgendwann mal war. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Ja, Hauptrennen in umgekehrter Startreihenfolge. Navarra, enge Strecke, kaum Möglichkeit zum Überholen. Wie seht ihr es? Martin, fangen wir bei dir an. Ja, ich bin, ja, ich weiß es nicht. Ich probiere da irgendwie durchzukommen, keinen abzurampen, alle auf der Strecke zu lassen. Ja, mal gucken, ne? Wie die Leute sich so verhalten. Wenn sie sich dann auch mal geschlagen geben, das ist ja dann die andere Sache. Weil, ja, ist ja doch relativ eng hier auf der Strecke, und da hat man doch schon zu tun, jemanden, sag mal, fair zu überholen. Das erfordert denn schon ein bisschen Vorbereitung und auch im richtigen Moment denn, ne, das Glück noch zu haben, den mitnehmen zu können, aber ja, schauen wir uns erstmal entspannt von hinten an. Dominik, ihr seid beide gute Starter. Die Kurve 1 relativ gefährlich, relativ harter Anbremspunkt. Ich denke, das wird eng werden. Wollt ihr sofort angreifen oder haltet ihr euch am Anfang in der ersten Runde ein bisschen zurück? Also ehrlich gesagt werden wir da gleich erst nochmal ein bisschen Rücksprache halten, wie wir das Ganze handhaben werden. Ich würde aber jetzt mal eher auf langsam angehen tippen, weil hier auf der Strecke irgendwas überstürzen, das bringt überhaupt nichts. Man hat jetzt die Tage auch immer wieder mal in den Trainingssessions gesehen. Wenn du auch hinter einem herfährst, der halt sich weiß zu verteidigen, allerdings vielleicht nicht ganz so schnell ist wie man selber, du kommst nicht vorbei, weil die Gerade, die ist erstens, also die ist zwar schon lang, aber da alle so ziemlich die gleichen Flügel fahren, du kommst einfach nicht vorbei. Dafür ist auch die erste Kurvenkombination viel zu schnell, als dass du da einfach mal daneben fahren kannst. Es geht eigentlich alles nur über Überraschungseffekte. Und man muss sich die Leute zurechtlegen, man muss versuchen, sauber vorbeizukommen, und da gibt es halt hier wirklich so gut wie keine Stelle zum Überholen. Daher mal gucken, wie wir es angehen werden von hinten.
In der ersten Runde wird es bestimmt tierisch eng da vorne. Es wird auch mit Sicherheit die ein oder andere Kollision wieder geben, wo der ein oder andere dann irgendwie falsch rum auf der Strecke steht. Ich hoffe erstmal, dass unser Team das erste Kuddelmuddel praktisch übersteht, ohne Schaden, ohne Unfall, sodass man Aussichten hat auf ein gutes Rennen und nicht direkt nach der ersten Runde wieder in die Box fahren kann und abhaken kann, was passiert ist. Ich denke mal, erstmal Vorsicht geboten auf jeden Fall, ja. Jörg, wichtiger Faktor könnte hier im Hauptrennen auch die Reifenstrategie sein. Wie siehst du das? Ja, das wird wohl das Zünglein an der Waage sein. Aber es wird jetzt sicherlich keiner hier irgendwas preisgeben wollen. Ich war hart. Lass uns mal überraschen. Keine Ahnung. Die Strecke ist schon ja, sehr derb für den Reifen. Ist eine Zwei-Stopp denkbar? Ich denke, es werden einige Zwei-Stopp sein, ja. Denke ich auch. Ja, dann dürfen wir uns ganz recht herzlich bei euch bedanken und wollen euch natürlich weiter in der Vorbereitung fürs Ein-Stunden-Rennen stören und wünschen euch allen viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Also, danke. So, jetzt müssen wir noch die Herren verschubsen hier wieder, ne? Also gut, schubsen wir mal eine Runde. So. Da schneller wie ich. So, jetzt haben wir noch den Jörg hier drin. Wo gehörst du denn hin? Ah, weg ist er. Weg ist er. Oh! Jetzt das Prozedere. Nochmal ein kleines Training oder Warm-up-Rennen? Eigentlich sollte im Warm-up jetzt nicht rausgefahren werden. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Aber ich denke, wir sind auch noch in der Trainingssession, wenn ich das so ja, richtig das sehe. Eine Stunde 28 ist die Trainingssession. Also wir sind hier noch nicht im Warm-up, die machen jetzt gerade, lassen das Skript laufen für die umgedrehte Startaufstellung, denn das ist ja so im Ein-Stunden-Rennen, also P1 startet als Letzter immer vor den Ausfällen und deswegen wird es doppelt schwer für die ganz schnellen Jungs, die müssen nämlich hier sehen, dass sie möglichst schnell nach vorne kommen. Also verspricht spannend zu werden, jede Menge Zweikämpfe zu erwarten. Heißt wirklich gut fahren, sauber durchkommen. Und halt die Reifenstrategie, die wird hier ganz wichtig ja. sein. Ich denke mal, dass man, der Jörg Degenkolbe sagt es gerade, es wird Kandidaten geben, die versuchen das Rennen komplett auf weich zu fahren, hat eben dann auch über zwei Stopp. Das lässt die Strecke hier eigentlich zu. Obwohl die Boxengasse recht lang ist, aber die ist auch nicht ganz so langsam. Also das wäre eine Sache, die sich rechnen könnte. Wobei ich bei der Spitze eher denke, dass ein Stint auf mittleren Reifen gefahren wird. Eventuell sogar beide. Ja, ist jetzt halt die Frage. Habe ich vielleicht ein eher schnelles, aggressives Setup, dass ich sage, okay, ich kann mit weichen Reifen so doch schnell und gut fahren, kann es mir erlauben, auf zwei Stops zu gehen, um zu sagen können, ich fahre auch mit einem leichteren Auto, ich habe also auch weniger Sprit bei. Oder aber, dass man sagt, wir fahren einen Stopp mit mittleren Reifen eventuell, wo man aber dann vielleicht das Risiko hat, sagt, die Reifen könnten hinten raus abbauen. Oder, ja, ist jetzt die Frage. Es wird definitiv eng, so oder so. Also auch die Zweistopper werden, ich sag mal, am Ende wieder ein bisschen Probleme bekommen. Und wie das bei den Jungs aussieht, ich habe es nicht ausgetestet, ich habe es auch nicht austesten können. Wie das aussieht mit einem Stint mittel und einem Stint weich, kann ich so nicht sagen. In der Regel ist es immer so, dass die weichen Reifen 4-5 Runden mehr halten, als dass die mittleren Reifen 4-5 Runden mehr halten als die weichen. Ob das reicht am Ende, das wird sich zeigen. Das ist jetzt halt die Frage. Komme ich mit den mittleren Reifen so gut rum, dass ich die volle Distanz fahren kann? Was ist da das Risiko, wenn du jetzt doch recht viel Zweikämpfe hast, dass du die Dinge dann da vielleicht verballerst und sagst, okay, mit zwei Stops. Dazu kommt natürlich auch der Spritfaktor. Der ist ja hier im ersten Stint um wesentlich höher als im Sprintrennen. Denn die müssen schon sehen, dass sie über die 30 Minuten kommen, wenn sie auf einer Einstopp sind. Und das wird schwierig genug werden. Das dürfte also äußerst interessant sein, nicht zu bedenken, je mehr Sprit man mitnimmt, umso schwerer wird dann auch das Auto. Also auch dahingehend dann doch vielleicht auch irgendwo wieder ein Nachteil, sag ich mal. Mehr Gewicht, schlecht für die Reifen. Ist ein bisschen langsamer.
Ja, das ist jetzt so ein Pokerspiel. Was machst du? Fährst du mit, wie gesagt, auf einen Stopp? Dafür über die Brust einmal zu halten und kommst so dann natürlich weiter nach vorne. Das, also ja. Es gibt ja immer noch diese, Volltank-Option, dass man also vollgetankt in den ersten Turn geht, weil die Standzeit ist doch um einiges geringer beim Boxenstopp dann, wenn nicht nachgetankt werden muss. Und beziehungsweise nur gering nachgetankt werden muss. Also die Standzeit liegt hier um die 50 Sekunden. Bei einem normalen Stopp, den man also auf 50-50 setzt. Und hingegen kann ich mir schon 12 Sekunden sparen, wenn ich halt vollgetankt losfahre. Für die Spitze könnte sich das sogar rechnen, denn die müssen einfach sehen, die müssen zwar sehen, dass sie nach vorne kommen, haben aber dann halt eben noch den Vorteil durch diese 12 Sekunden, die sie sparen würden, und die das hintere Feld ist nicht ganz so stark, und ich denke mal, dass es auch da geht, für die Spitze mit dem vollen Auto zu überholen. Wir werden sehen, lassen wir uns überraschen, was passieren wird. Wir wissen es nicht. Wird uns eventuell auch keiner verraten, auch wenn wir noch so lieb fragen. Wir müssen uns einfach überraschen lassen, wer wie fährt. Ich denke mal, man könnte vielleicht nach den ersten 2, 3, vielleicht 4 Runden man sagen kann, okay, der geht eventuell auf 1 oder auf 2 Stops. Wir sehen es gleich ganz schnell an den Rundenzeiten, wer auf welchen Reifen unterwegs ist, und das mal, wird sich ganz schnell klären. Runde könnten wir schon dann ausballern, wer wie fährt, zumindest was die Reifen eventuell angeht, auch die Spritmenge. Deswegen braucht man da eigentlich gar nicht so ein großes Geheimnis draus zu machen. Also vielleicht im Vorfeld, ja, jetzt hier im Interview hätte man es schon sagen können, weil das kriegen wir gar nicht durch. Das sieht auch die Konkurrenz mit den entsprechenden Plugins, welche Rundenzeiten an der Spitze gefahren werden, und die können sich dann auch sofort ausrechnen, auf welchem Reifensatz die unterwegs sind. Ja, klar. Ja. Schauen wir mal so ein bisschen durch. Irgendwie. Ja, die gehen jetzt gerade Sessionwechsel, denke ich mal. Ah ja, gut. Das wird jetzt erklären, warum das Bild auf einmal so komisch ist. Das heißt, da dürften wir jetzt gleich dann ins Warm-up jumpen. Wird da nochmal gefahren? Nee, wird ja umgestellt. Nein, die dürfen jetzt nicht mehr rausfahren. Also das Warm-up so cool, läuft auch nicht ja voll durch. Jetzt, oder das haben sie sogar schon. Dass da jetzt die Position, also praktisch der, wo letzter war, ist jetzt erster und der erste ist letzter. Genau, sieht man auch. Da sind die Herren. Ja, starten tut jetzt auf der 1, gehen wir sie mal durch. Der Joris Scheppwart. Auf der 2, oder ist das? Das ist das jetzige Startfeld. Das ist das jetzige Starterfeld. Auf der 2 haben wir den Rico Kistenmacher, auf der 3 den Zeller Gerhard. Auf der 4 den Manfred Schneider, den Kai Knebel, auf der 5, auf der 6 den von Borsikowski, auf der 7 haben wir den Dieter Himmel, auf der 8 stehen wir in der Gegend rum. Noch? Auf der 9. Na, das kann doch noch nicht. Ich denke, das ist nicht das endgültige Klassement. Die stellen das jetzt erst um, denke ich mal. Also insofern. Wenn mich gerade SRC. Ja, das sehen wir dann wirklich erst am Ende, weil das Warm-up läuft, 14 Minuten. Okay, und sobald die Startaufstellung steht, geht's dann auch los. So, lassen wir uns überraschen. Alle Fahrzeuge schön in der Box, können wir ja mal gucken. Zweimal Mercedes, zweimal BMW. Ich muss sagen, die zwei BMWs, die gefallen mir doch ganz gut. Das ist ein richtig schnucklige Auto hier, diese weiß-blauen Dinger. Ja, ist auch in den, glaube ich, so ein bisschen in den typischen M3-Farben gehalten. Ich glaube, den Paint hat der Carsten Wilhelm gemacht. Irgendwie, ja, meine zwei ersten Marken. Klassisch blau-orange. Wie man sie auch aus dem Echten kennt. Ja, der Herr Denke, auf Abwegen unterwegs, fährt da eine Runde. Weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ja, die dürfen halt nicht Zeit, ne? Ja, rausfahren und drehen, wieder reinfahren. Das kann... Ach nee, warte mal, das glaube ich was, genau. Ich kannte von
GTA 2 hat man, glaube ich, auch früher so einen Modus. Da haben wir dann auch manuell umgestellt. Das heißt, man musste dann irgendwie rausfahren, eine Runde und gleich wieder reinfahren praktisch. Warum auch immer, keine Ahnung. Und man sieht das jetzt schon so richtig. Weil ja, der fährt auch ein, da sieht man es, also... Nee, bei uns war das früher andersrum. Genau, wir mussten rausfahren und mussten uns disqualifizieren lassen. Und so konnten wir dann irgendwie die neue Startaufstellung. Keine Ahnung, also ich kenne mich da mit dieser Technik überhaupt nicht aus. Also hier geht das via Skript und das wird dann eingebunden und ausgeführt und dann steht die Startaufstellung auch schon. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich wüsste jetzt gerade nichts. Du, Peter. Er hat aber auch keiner. Ja, wer ist da jetzt eben durch? Das war eben. Sah mir doch aus wie ein Ford GT. Das muss der Zeller gewesen sein. Ja, ich gucke. Der geht auch eine gezeitete. Naja. Ich sag da nichts zu. Ja gut, wir wissen ja jetzt nicht, was da irgendwie Sache ist, also insofern... Ja, ist da auf einer gezeiteten Runde. Jetzt natürlich auch so eine Sache. Vielleicht gibt's auch ein kleines Problem, von dem wir nichts wissen. Das kann natürlich auch sein. Rennleitung ist natürlich nicht da. Die hat sich jetzt erledigt. Er hat sie nicht beendet, hat abgebrochen einfach nur. Okay. Ja, der Petrikowski auch da gezeitet unterwegs. Ja, da haben wir noch. Gehört man ja auch hin. Was ist so dein nächstes Rennen, wo du sagst, da will ich wieder mitfahren, da bin ich dabei? Ja, ich habe jetzt eigentlich nur mal Navarra ausgelassen. Und die Rennen, ich bin ja Zweiter in der Gesamtwertung, heute zwar nicht mehr, aber ist für mich auch nicht jetzt die Ambition, da auch am Ende Zweiter zu werden. Nächste Rennen bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und dann greifen wir an. Ja, also auch ihr seht, in der Meisterschaft kann man mal ein kleines Päuschen machen. Ich versuche jetzt natürlich immer noch schlau draus zu werden, was die Herren da jetzt gerade machen. Warum auch immer die da zweite Runden fahren. Wir wissen es nicht. Wir können. Ich gehe mal bei der Rennleitung schauen, was da los ist. Genau. Der Peter macht sich mal schlau. Und wir schauen einfach mal, was sich da, wer sonst noch so draußen fahren ist. Wenn denn da mal das R-Faktor umschalten würde. Ja, wir haben es angesprochen, auch in der Planung schon wieder das nächste 24-Stunden-Rennen von Le Mans. 24 Stunden Blazard. Ach, da gab es jetzt den Neustart, okay. Und ja, wie gesagt, es ist eine Planung Ende Juni. Genaue Daten weiß ich jetzt leider noch nicht. Verspricht spannend zu sein, spannend zu werden vor allem. Spannend ist es ja eigentlich immer. Ja, wir werden auch mit dabei sein. Meiner in Person auch. Peter ist wieder da. Ja, ich habe gerade in Erfahrung gebracht, dass das mit dem Skript, das gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, das ist das erste oder zweite Rennen, wo das hier gemacht wird. Beim ersten Rennen durften wir noch nicht rausfahren. Mittlerweile hat sich das aber so weit geklärt, dass es also durchaus möglich ist, gezeitete Runden zu fahren, weil das Skript wird dann am Ende halt ausgeführt. Und so wie mir gerade gesagt worden ist, geht es auch jetzt gleich schon los.
Ja, die ersten sind auch schon ausgefahren, die Ampel ist da. Ja, ich hatte gerade mal angesprochen, Le Mans, die 24 Stunden de la Saat, verspricht spannend zu werden. Klar, wieder jede Menge Klassen, 3, 4 Klassen, denke ich mal. Die LMP. Können wir von außen. Ich weiß nicht, welche Mod zum Einsatz kommt. Ja, lassen wir uns überraschen. Schön wäre es ja mal schon, wenn dann wirklich mal alle Klassen angeboten werden. Also so LMP1, LMP2. Gerade die LMP2 habe ich mir jetzt schon oft sagen lassen. Die sind so schön zu fahren, die Autos, also sind so beliebt. Dann haben wir natürlich die GT1, die GT2. Gut, ich meine, da gibt es ja tonnenweise Klassen. Da könnte man jetzt nur, was weiß ich, LMP3. Irgendwas gibt es, glaube ich, dann auch noch, ne? Ja, wir sind selber dreimal, drei oder viermal dabei gewesen, sind da zweimal Podium gefahren, allerdings immer auf dem LMP1. Also das letzte Jahr haben wir es erstmal gepasst, weil das also zeitlich bei uns nicht in den Rahmen passte. Letztes Jahr hat man ja gesagt, man hat die LMP2-Klasse aus dem einfachen Grunde rausgelassen, weil es da wohl immer zu gefährlichen und recht interessanten Begegnungen mit der GT1-Kategorie gekommen ist, weil die ja auch so nicht wirklich vom Topspeed her schneller sind. Ja. Also die LMP2-Kategorie vom Topspeed her, wie die GT1, nur vom, sag ich mal, Kurvenverhalten her sind die natürlich ein bisschen besser. Da hat es dann doch immer haarsträubende Ausfälle und Unfälle gegeben, weil die sich da nun mal gerade am Ende der langen Geraden ins Gehege kommen. Aber gut, ich sag ja, wäre vielleicht spannend. Andererseits, naja, muss gucken, was die Technik macht. Apropos Technik. Ich weiß zwar nicht, warum hier mein F-Faktor wieder mal nicht umschaltet. Warum auch immer. Aber wir werden es hinkriegen. Ja, letztes Jahr war eigentlich recht lustig, muss ich sagen. Hat uns Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch die aktuelle Startaufstellung. Lassen wir uns mal überraschen, was der Lutz Enger da im April macht. Genau. Denke mal, wir fangen in gewohnter Reihenfolge an. Ja. Christian Kölsche, auf der 1 im Nissan Skyline, auf der 2 haben wir den Stefan Vukovac, auf der 3 Rico Kistenmacher, auf der 4 Henning Watt, auf der 5 Joris Schepfart. Auf der 6 haben wir den Zeller Gerhard, auf der 7 Stefan Denike, auf der 8 Manfred Schneider, auf der 9 haben wir den Boris Cordes, auf der 10 Hasso Osterkamp, auf der 11 Dieter Himmel und auf der 12 Frank Bauer. Ja, auf 13 steht der Thomas Sutter, auf der 14 der Michael Welle, auf der 15 der Kai Knebel, der Jörg Degenkolber auf der 16, der Dritte aus dem Hauptrennen, der Zweite aus dem Hauptrennen, der Martin Fuhrmann auf der 17 und der Sieger des Hauptrennens, der Dominik Wabetz, steht auf der 18. Die 19 geht an von Borsikowski, das sind die ersten, die ausgefallen sind. Auf der 20 der Marinus Rieder. Ich glaube, der Marinus hat eine Strafe aus dem letzten Rennen noch abzusitzen, deswegen ist er so weit hinten. Die 21 ist der Peter Petrikowski und auf der 22 unsere Wenigkeit SRC TV1. Da, wo wir auch hingehören. So, Fahrzeit jetzt eine Stunde? Fahrzeit eine Stunde. Gut. Müssen wir noch warten, bis dann letzten Endes alle auch da sind, wo sie hinwollen. Nämlich auf ihre Startposition. Ja, ist ja noch fast 2 Minuten, über eine Minute, die letzten da sind. Lassen wir uns überraschen, es spricht auf jeden Fall interessant zu werden, denn jetzt sind die ganz schnellen nämlich ziemlich weit hinten. Und ja, die Herren, wo jetzt vorne stehen, werden sich natürlich sagen, ich werde den Teufel tun und da irgendjemanden freiwillig vorbeilassen. Ja, und die Strecke hat ja so ein bisschen, will ich mal sagen, Mickey-Maus-Charakteristik, Oschersleben gleich. Und Oschersleben ist schon immer sehr interessant in umgedrehter Startreihenfolge, weil da kann man genauso schlecht überholen. Und lassen wir uns überraschen, wie es hier abgeht gleich. Was mich interessieren würde, weil ich jetzt hier auch die Skylines gerade da vorne, die haben doch normalerweise Allradantrieb. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei diesem Mod ist. Haben die hier auch Allradantrieb? Nein, es wird ja die gleiche Physik gefahren. Also die Autos haben Heckantrieb und halt eben, wie gesagt, alles regelt sich über den Radstand. Ja, sind wir da auch schlauer geworden. Lassen wir uns überraschen, was passieren wird. Es wird viel passieren. Davon können wir ausgehen. Wenn ich da an die Sieger des ersten Laufs denke, da Herr Bollenkamp und der Herr
Dominik Wabitz, Sieger des ersten Rennens. Genau, was die zwei da jetzt natürlich ist nichts mit Reifensparen anfahren angesagt. Da kommt jetzt auch mal auf, wie die zwei durchs Feld arbeiten können. Da kann man auch nicht mehr viel Teamstrategie machen und das wird schon ganz interessant werden. Also hier fährt jetzt wirklich die Spitze, die von hinten kommt, da fährt jeder für sich, fährt seine eigene Strategie und die werden sich natürlich noch bei den Boxenstopps absprechen, dass es da nicht zum gleichen Zeitpunkt passiert, aber ansonsten fährt da jeder für sich alleine. Ja, so, wir sind jetzt schon in der Einführungsrunde. Genau. Einzige, was eventuell, ich weiß nicht, ob das hier macht, weil ich denke, das müsste schon gehen, dass man sagt, okay, komm, wir gucken, dass wir zu zweit schneller nach vorne kommen. Gerade mal, wenn sich das Feld jetzt so, wie eben, sag ich mal, auseinanderzieht, dass man einfach sagt, okay, komm, zu zweit sind wir vielleicht einen Tacken schneller. Dass man da höchstens versucht, nach vorne zu fahren, aber ob sich das hier jetzt so umsetzen lässt, ist eine andere Frage. Ja, das Problem ist, dass bei diesem vollen Feld mit 22 Leuten werden die kaum in der Lage sein, gemeinsam zu überholen. Also da muss schon jeder für sich fahren und seine eigene Strategie gehen. Es ist jetzt halt die umgekehrte Reihenfolge, jetzt sind die etwas schwächeren Fahrer vorne, aber die tun sich ja auch nicht viel untereinander. Und auch da wird es zu Zweikämpfen kommen und die werden ihren Platz verteidigen mit allem, was geht. Ja, das ist wie ich schon sagte, ich denke kaum, dass da jetzt einer in Kölsche sagt, warum soll ich da Platz machen, wenn der vorbei will, soll er zusehen, wie er das anstellt, aber nicht mit mir. Ganz verständlich, die werden da jetzt natürlich rundreden, die sagen, die Chance haben wir, hier jetzt einen Sieg einzufahren. Weil der Motto, bis die da hinten vorne sind, sind wir auch schon weiter weg. Kommt hier jetzt natürlich auch das Thema Boxenstrategie zu tragen. Wer fährt auf einen Stopp, wer auf zwei Stopps? Ich denke, das können wir nach der dritten Runde können wir das durchaus sagen, wer da wie unterwegs ist. Lassen wir uns überraschen. So, der Führende jetzt gleich auf seinem Startplatz. So. Ja, Reifen aufwärmen. Eher Unding eigentlich, sag ich mal, Show-Effekt. Bringt nicht wirklich was. Kann man auch so Viertel- und Achtelmeile machen. Da hat das einen Sinn, aber hier ist das, denke ich, komplett überflüssig. Ab wann spricht man eigentlich von einem Langstrecken? Schaltest du mal wieder zurück, weil sonst gucken wir das gleich aus dem Cockpit. Das macht die Einstellung den Nervfaktor halt. Dass man da immer wieder umschalten muss. Und los geht's. Na, komm. Da, jawohl, gestartet sind wir. Der Rico Kistenmacher kann gleich vorne an die Spitze setzen mit seinem Lamborghini. Der Christian Kolsche dahinter. Dann kommen Stefan Vukovac auf 3, der Henning Wollert auf der 4 und auf der 5 der Joris Schippwart. Auf der 6 haben wir den Boris Kordos, auf der 7 Stefan Denecke. Nein, Manfred Neider. Okay, dann hat sich das gerade geändert. Da hier vorne tut sich nicht wirklich was. Schauen wir einfach mal durch. Da gibt es aber schon eine recht beträchtliche Lücke nach hinten. Das müsste sein. Wo war er? Nummer 6, der Ferrari. Irgendwas muss auch mit dem Dominik Wabitz gewesen sein, weil der liegt momentan auf der 21, also ganz hinten. So, schauen wir doch mal in 20er Region. Auch der Martin Fuhrmann hat nicht wirklich was gewonnen. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. 20, da wohin? Da haben wir den Herrn Degel. Jörg Degel, komm mal. Und da fliegen schon dessen Teile. Da ist ein BMW auch betroffen. Da haben wir den Gerhard. Und da geht der Dominik in die Box ohne Frontpartie. Dominik, nee, der Dominik nicht. Das muss der Martin Fuhrmann gewesen sein. Das war der Martin Fuhrmann, der da seinen BMW zerballert hat. Der sich da mit ihm ins Gehege kam. Da haben sie also gescheppert. Da haben wir den Herrn Gerhard Zeller. Ohne Front. Ja, und beim Martin Fuhrmann sieht es genauso aus.
Da haben wir noch einen drin stehen, einen roten Mercedes. Der hat's wohl auch. Das war der Michael Welle. Schauen wir mal nach vorne. Was ich vorne tue. Rico Kistenmacher nach wie vor in Führung. Aber davon haben wir geredet. Vorne wegfahren und gewinnen ist eine Sache. Sich von hinten durchzuwursteln, eine ganz andere. Und schon hat's gescheppert. Das haut jetzt natürlich auch die ganze Boxenstrategie durcheinander. Das spielt natürlich auch dem Nico Kistenmacher jetzt, gewohnt sicherer Fahrer, dem spielt das voll in die Finger. Und der wird wahrscheinlich jetzt alles tun, um sich da vorne ein bisschen abzusetzen, dass er das fahrerisch drauf hat, das ist ohne jede Frage. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch die Frage, wie ist er unterwegs? Hat sich's gelohnt, sagt er, okay. Hat er gepokert im ersten Rennen, lass mich nach hinten fahren, wo er gemerkt hat, okay, es klappt nicht. Ich habe keine Chance nach vorne zu kommen, großartig. Lässt sich so weit zurückfahren, ich sage, okay, ich bin vielleicht schnell, wenn ich leichter bin, fahren wir auf zwei Stopps. Ja, das ist jetzt natürlich auch die große Frage und so wie der dem Herrn im Vukovac davon fährt, möchte ich fast dazu tendieren, dass der leicht ist und weiche Reifen drauf hat. Na, es ist eine 29er Zeit. Lassen wir uns überraschen, wenn wir jetzt dann doch mal durchs Ziel kommen, aber da hinten auf Platz 3 und 4 schicken sich. Da dreht sich der Skyline raus. Das war der Schöpfer. Joris Schöpfer hat sich eben rausgedreht. Wollte gerade sagen, verliert er auch gleich kräftig an Position. Henning Wollert war das gerade auf der 3. Auf der 4 haben wir den Boris Cordes. Dahinter. Da hast du Osterkamp und der macht sofort Druck hier. Ja, ist da auch. Also der ist da richtig flott, der Osterkamp. Ich finde, ich habe das jetzt auch hier schon ein paar Mal gesehen, diese extremen Funkenflug. Ist das jetzt eher nicht von Nachteil oder lässt sich das gar nicht vermeiden? Also ich denke mal, ich kenne die Autos ja nun auch wirklich zur Genüge und das ist halt eben immer so ein bisschen streckenabhängig. Vergleicht man das mit der Formel 1, da fliegen auch die Funken, da sagt man halt bei R-Faktor, je höher ich ein Auto gehe, desto weniger Grip habe ich. Und dieses Aufsetzen ist eigentlich gar nicht mal so schlimm und wirkt sich dann auch nicht aus. Also man hat eigentlich den größeren Grip, wenn das Auto flach liegt. Das ist halt eben bei R-Faktor so ein bisschen komisch, sollte eigentlich nicht sein. Aber da haben wir den Ford GT, da hat es eben bitterböse gequant. Der steht da direkt in der Anbremszone. Ich habe mir gedacht, gehen wir mal da hinten. Da haben wir im Formationsflug den Herrn Schneider. Direkt dahinter, Dürren rein. Kai Knebel ist dahinter auf der 11, also der Teamkollege. Die fahren hier schon im Team. Aber da haben wir so einen richtig interessanten Punkt. Da tut sich was. Da versucht der Skyline, das ist der Welle. Nein, nicht im Skyline. Ist der Joris Schöpfer. Joris Schöpfer, genau. Da habe ich jetzt falsch geguckt eben. Überall. Ja, das ist jetzt natürlich die schnellen Treffen so ein bisschen auf die etwas langsameren. Da ergibt sich jetzt da hinten natürlich ein richtig dicht gedrängtes Feld, so zwei so große Puls. Da ist jetzt natürlich volles Programm angesagt. Wie schwierig das ist, jetzt überhaupt nach vorne zu kommen, das sieht man an einem Dominik Wabetz, der immer noch auf der 19 rumfährt und der Martin Fuhrmann auf der 20 nach dem Boxenstopp mit einem schon gehörigen Rückstand, den er jetzt natürlich erstmal aufholen muss und der wird mit Sicherheit nicht begeistert sein von dem, was da passiert ist. Müssen wir vielleicht im Nachhinein mal analysieren, wie es dazu gekommen ist. Außer viel Reifen vom Anbremsen, aber versucht es hier nicht wirklich irgendjemand, denn wieder keiner das Auto kaputt fahren. Schon recht gesittet, muss man sagen. Aber hier auf der 15er Petrikowski, Aston Martin. Ja, und er hat den Jörg Degenbrück im Schlepp. Noch der hat nicht wirklich gewonnen bis jetzt. Also das wird ganz, ganz schwierig für die Spitze. Ja, das ist das. Dahinter haben wir dann im Porsche den Borikowski. Ich muss mich tausendmal entschuldigen.
bei den Herren. Der fährt da schön gemächlich hinterher. Schauen wir mal. Ich mach's noch einmal vor von Borsikowski. Borsikowski, okay. Da haben wir den Herrn Wille auf 18 mit seinem Mercedes. Ja, der war ja auch schon in der Box. Da haben wir den Herrn Brabez. Nein, ist der Martin doch. Das ist der Herr Brabez. Ja. Martin Fuhrmann dahinter. Mal gucken, wo ist er? Da haben wir ihn. Ja, der hat aber schon...